Hallo, hier ist Sion und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy X. Beim letzten Mal haben wir so einen dicken Wurm besiegt in der Sandebene und ich habe die Level, wie ihr sehen könnt, inzwischen alle gemacht. Und das einzig Interessante eigentlich ist, dass Kimari anfeuern gelernt hat. Also halt genau dasselbe, was Tidus halt immer wieder macht. Ist aber auch ganz nützlich, wenn zwei Leute das beherrschen, würde ich doch mal meinen. Und ja, ich schmeiß meine ganzen High Potions gerade zum Fenster raus. Aber egal. So, hier ist ein kleiner Speicherplatz. Der dient mir eigentlich auch gut als Orientierung. Denn, Moment, wir sind im mittleren Gebiet. Lass mich mal überlegen. Nee, irgendwie habe ich gerade gar keinen Plan. Sind wir im mittleren oder sind wir im westlichen? Nein, wir sind im mittleren Teil. Seit wann gibt es hier einen Speicherplatz? Irgendwas stimmt hier nicht. Meine Aufzeichnungen spinnen gerade irgendwie. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall gehen wir erstmal hier lang. Denn hier gibt es noch ein paar kleine Items, die wir abgreifen können. Ich schätze mal, es gibt eigentlich nur noch einen Kampf, den ich gerne in diesem Gebiet zeigen würde. Ich denke, abgesehen von diesem Kampf werde ich auch alles schneiden. Aber ja, da ist eine Schatztruhe. Gut versteckt übrigens. Erst recht, weil die andere auch noch da liegt. Okay, den machen wir nochmal. Weil, das ist zwar nicht der Gegner, den ich zeigen wollte, aber kommt, jetzt schaffen wir den nochmal richtig. Sollte nicht so lange dauern wie vorhin nur mit Tidus. Und da ich einen Speicherpunkt vorhin gehabt habe, habe ich auch wieder meine Ekstase. Ekstase, meine Magie. So, schon wieder. Geht jetzt viel schneller. Bam! So, du haust sowieso richtig krass drauf. Yeah! Dich brauche ich sowieso, Riku. Ohne dich geht einfach gar nichts. Nix Potion und ein Adder. Ist doch mal geil. Ich wusste gar nicht, dass Schatztruhen einen angreifen können. Außer ein Dragon Quest. Aber naja. Okay, deine Ekstase lassen wir doch mal. Nein, Moment. Erstmal den Blindschock. Denn ich will natürlich nicht, dass er uns trifft. So ungefähr. Gut. So, du machst sowieso wieder deine Zauber. Und das finde ich gut bei Lulu, weil sie ist einfach immer noch die stärkste der Gruppe, was irgendwie ein bisschen hart ist. Aber ihr seht ja selber, die meisten Gegner haben einfach keine Abwehr gegenüber Zauber. Selbst wenn, ist es nur gegen ein oder zwei Magiearten und der Rest funktioniert trotzdem noch. Und ja, du, Moment. Heil dich mal kurz. Geht ja auch nicht. Ich will nicht, dass du stirbst. So, jetzt musst du dir aber auch noch mal die Augentropfen geben, mein Freund. Also wenn, dann richtig. Lass dich nicht immer treffen. Du gehst mal aus. Lass den mal rein, der will auch noch ein bisschen Erfahrung bekommen. So, jetzt können wir aber abgehen. Oder? Braucht er die Augentropfen? Ne, braucht er nicht. Jackpot. Da kommst du rein. Gibst. Die Frage ist auch nicht schlecht. Okay, Angriffstee. So, Konzentration. Perfekt. Das ist wirklich am leichtesten, würde ich mal meinen. Also, ich sag mal. Das mit den Elementen ist auch nicht schwer, weil man halt weiß, dass wie die Räder sich drehen, aber bei diesem Angriff fällt es mir persönlich am leichtesten, die maximale Anzahl an Treffern rauszubekommen. Ah, vielleicht geht's nur mir so. Ah, nee, glaube ich nicht, das ist wirklich sehr leicht. So, jetzt haust du ihn erstmal noch ein bisschen zurück. Du lässt Auron wieder rein, damit der nämlich Walker beschützt mit dem Bodyguard. Oder auch Tidus, wenn es sein muss. So, Blindschock. Im Übrigen kann ich euch vielleicht auch mal die Albed-Medizin jetzt zeigen. Dafür muss aber Riku nochmal rein. Habe ich auch nichts dagegen. Und zwar gehen wir einfach auf... Ja. Benutzen. Ja, ich muss die Sache mal wieder ordnen. Und ihr seht, was die Albed-Medizin macht. Sie heilt um 1000, gleichzeitig heilt sie vom Gift, Stumm und Stein für die gesamte Gruppe. Ist also wirklich extrem geil. Und ja, nützlicher als wenn wir zum Beispiel mit Juno jetzt einfach nur eine Runde Vitra machen oder so. Finde ich zumindest. Jetzt recht weiß er auch diese ganzen Status heilen kann. Aber jetzt gehst du auch schon wieder. Für den Kampf brauche ich dich leider nicht. So. Ja, die ganzen Zwischenkämpfe nehmen einfach zu viel Zeit. Ich möchte jetzt endlich dieses Gebiet beenden. Aber leider habe ich noch kein Item, dass ich den ganzen Kämpfen aus dem Weg gehen kann. Und dann immer fliehen ist auch immer so bäh. Und stirb.
okay, noch nicht. Aber jetzt. Na also. Aber ihr kennt mich ja, ich bin Itemgeil. Und darum gehe ich einfach auch jeden verdammten Weg, nur um auf alles zu bekommen. Naja. Okay, die zwei Sachen habe ich. Okay, jetzt. Oh, geil, 10.000. Okay. Dann gehen wir erstmal hier runter, weil dort unten auch noch was ist. Ja, und diese Zeichen, da steht was drauf. Vielleicht kann ich sie mir mal angucken. Vielleicht können wir die schon entziffern. Weil normalerweise braucht man halt sehr viele von den Albed-Lexikas, um zu verstehen, was da steht. Oder halt Internet. Und dann googelt man einfach mal. Moment mal, lass mal kurz was sehen. CCNDEGAN. Ja, das können wir noch nicht ganz entziffern. Aber ich glaube, ich habe meine Notizen irgendwie verdreht gelesen. Und zwar muss ich mal kurz ein Stück zurück. Das werde ich aber schneiden. Weil das dauert sonst zu lange. Von daher sage ich mal kurz bis. Oder Moment. Nein, Moment, wir gehen erstmal noch da hoch. Weil sich hier oben trotzdem noch was befindet. So viel ist sicher. Obwohl, wisst ihr was, wir können es auch einfach anders machen. Keine Sorge, aber erstmal liegt hier Albed Lexikon Bahn 17. X ist gleich Q. Moment, habe ich auch alle bis jetzt? Ja, aber ich weiß, dass hier nämlich noch ein Albed Lexikon ist. Dafür gehen wir erst einmal zurück. Nee, ich fliehe jetzt inzwischen schon wieder vor den Kämpfen, weil ich glaube, ich bin sogar ein bisschen zu stark für den Moment. Normalerweise bin ich eigentlich schwächer, hätte ich gedacht. Aber okay, jetzt bin ich nämlich hier und möchte aber nochmal zurück. Das heißt, wir gehen unten lang. Weil eigentlich müssen wir hier nach oben, da wird der Weg fortgesetzt. Aber hier unten müsste es eigentlich nochmal eine andere Abzweigung geben, dass wir zurückkommen. Wenn ich jetzt nicht total daneben liege. Oh, okay, komm, den Kampf muss ich noch zeigen. Hier gibt es eine größere Maschine. Aber genau dasselbe Spiel. Sorry, Leute. Ich fand's lustig. Ups, nein, du sollst ja nicht angreifen. Na, egal. Naja. Okay, aber es war immer noch nicht der Gegner, den ich eigentlich meinte, weil es gibt hier noch so eine Sand-Ameisenbär-Dingsbums-Monster. Wenn ich jetzt nicht daneben liege, aber ich glaube, die gibt's hier. Und die müssten auch eine Resistenz gegenüber Wasser haben. Ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine, falls ihr das Spiel schon gespielt habt. Aber ich komme einfach nicht auf den Namen. Und das war ein Wurm. Aber den mache ich nicht nochmal. Ich habe ihn einmal gezeigt. Das reicht. So, hier, habe ich doch gesagt. Albed Lexikon Band 18. N ist gleich R. Das wollte ich auf jeden Fall noch haben. So, die wichtigsten Items haben wir. Dann können wir jetzt getrost den Weg weiterlaufen. Ja, ich fasse es nicht. Meine Aufzeichnungen waren einfach verdreht. Ha, egal. Ansonsten gibt es hier noch ein paar kleinere Items, die ich halt schon holen werde, wenn ich dran vorbeilaufe. Aber die sind jetzt wirklich nicht der Rede wert, falls man sie übersieht. Außer einem. Und was dieses eine Item angeht, das solltet ihr schon auf jeden Fall mitnehmen. Aber keine Sorge, ich zeige euch natürlich wieder, wo es sich befindet. So, der Weg nach rechts, da ist übrigens gar nichts, außer vielleicht ein paar fiese Gegner. Aber keine Items oder so. Ich brauche endlich meinen Hasenring, ich brauche ihn einfach. Ja, da, wenn wir die Schatztruhe da holen, falls ihr die gerade gesehen habt, dann müssen wir kämpfen. Und ich schätze, ich hole sie einfach trotzdem. Venusmarke, das brauchen wir auf jeden Fall. Das ist wieder eine Sache für die Solaris-Waffen, was erst viel, viel später im Spiel kommt, aber ihr solltet sie ruhig schon mitnehmen, wenn ihr hier seid. Zwar könnt ihr mit dem Ding noch nichts anfangen, aber das ist ja wiederum egal. Und ja, da unten wartet der Gegner. Wenn wir die Schatztruhe haben wollen, müssen wir gegen ihn kämpfen. Ich glaube, was Besonderes ist da nicht mehr drin, höchstens ein Final-Elixier, aber ich zeige ihn einfach mal. Komm her. Das sollte nicht zu schwer sein, man muss halt nur wissen, dass er eine Wasserresistenz hat, nicht eine Resistenz hat, sondern sich bei Wasser auflädt. Das heißt, mit Tidos Waffe kann ich im Moment keinen Schaden zufügen. Folglich greife ich auch gar nicht erst, zumindest jetzt noch nicht mit ihm an. Überlasse das erstmal den anderen. Funktioniert blind? Nein. Kerndauerspucken. Oh ja, nervige Attacke. Wechseln wir zu Lulu, die einzig wahre. Oh. Ah, egal. Der ist zwar verwirrt, seht ihr zwar auch, aber kein Problem. Ich habe ja Rico noch in der Gruppe.
So, heilt die Allbettmedizin eigentlich auch den Zustand konfus? Nein. Das heißt, wir müssen ein Allheilmittel verwenden. Wo ist das schöne Ding? Da. Okay, aber du bringst hier gerade nichts und ich mag deine Waffe jetzt nicht austauschen. Von daher lassen wir Orin ran. So, und irrsinnigerweise gehst du jetzt raus für Tidus, damit er wieder Hast sprechen kann. Ja, manchmal mache ich auch keinen Sinn, nicht wahr? So, aber das war halt der letzte Gegner, den ich noch zeigen wollte. Der ist hier auch etwas härter. Ich würde ihn sogar als den zweithärtesten eigentlich einstufen, aber so stark ist er halt nicht. Aber naja, okay, machen wir mal Holosiderit. Vielleicht kann ich ihn ja wegfeuern. Wie wäre es denn damit? Woo! Das war es mir wert. Außerdem habe ich ihn vernichtend dafür bekommen. Oh yeah. Okay, und wir bekommen ein Final Elixier, wenn ich jetzt nicht daneben liege. Natürlich nicht, sogar drei. Okay, aber das Gebiet ist fast fertig, von daher laufen wir jetzt einfach mal zum Ende und dann ist gut. Ich glaube, da vorne wartet nochmal so ein Vieh auf uns, kann das sein? Im Übrigen, ich glaube, da hinten liegt noch ein Teleport-Zeroid. Na gut, komm, den hole ich noch schnell. Moment, Moment, Moment. Sonst heißt es wieder, hey, warum hast du den nicht mitgenommen? Okay, wo ist das schöne Ding? Das müsste hier irgendwo sein. Ach, da ist er. Oh, noch so einer. Ah, bis gleich. Und bitte sehr, sogar zwei Teleport-Zeroiden. Was der Teleport-Zeroid macht, bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, da kann man sich auf irgendein Feld, wo man schon mal war, hin teleportieren auf dem Sphero-Brett. Kann also ganz nützlich sein. Nee, das war Rücksphero-Zeroid. Teleport ist dann zu einem Freund oder so. Also, sprich, ich könnte jetzt zum Beispiel mit Orin auf den Pfad gehen, wo Tidus gewandert ist, zum Beispiel. Könnte also nützlich sein, aber dann eher, wenn man schon mit dem Weg eines einer Person durch ist und mit irgendeinem anderen Weg auf einmal fortsetzen möchte und keine Spheroiden hat, um den Weg aufzubrechen oder so. Dafür wäre das noch ganz nützlich. Aber ja, ich weiß gar nicht, ob ich das für mein Let's Play überhaupt verwenden muss. Wahrscheinlich eher nicht. Aber wir werden sehen. Okay, ich schätze, die Episode ist heute wieder etwas länger, aber wir haben es geschafft. Da vorne befindet sich das Haus, Heim der Albett. Woo! Was ist los? Oh. What? Yuna's down there. Of all the places. Let's go. Nun dann, ich schätze, die Leute von Yevon waren vor uns hier und warum sind hier Monster, verdammte Scheiße? Where's Yuna? Im Übrigen wird man innerhalb dieses Gebäudes wohl zumindest für Tidus eine ziemliche 180-Grad-Drehung mitbekommen. Wer hat euch überfallen? Yevon Guado. Der dreckigen Bastarde. Von wegen. Die Guado haben es auf die Media abgesehen. Oh. You Riku's friends? Well, just don't stand there. Come on. Let's go kick those Guado out of our home! Yeah! Who? Sid. Leader of the Albed. He's my dad. Let's go. Yeah. We have to save Yuna. Not only Yuna, right? Oh nein. Right. Auch für deine sexy Brüder und Schwestern. Brüdern eher nicht, eher Schwestern. Aber okay. Nun denn, ich denke mal, das Bild spricht für sich selbst. Aber wie das Ganze weitergeht
Und ob wir Yuna hier drin finden? Na, das sehen wir möglicherweise beim nächsten Mal. Bis dahin, Leute. Bis dahin.